Für Martin Hähner ist es ein ganz normaler Morgen. Knieoperation, ein künstliches Gelenk wird eingesetzt. Für den 31-Jährigen mittlerweile Routine. In der Orthopädie und Unfallchirurgie des Martin-Luther-Krankenhauses in Berlin arbeitet Hähner als Assistenzarzt, wenn er nicht gerade anderweitig unterwegs ist. Denn Hähner ist nicht nur Mediziner, sondern auch erfolgreicher Hockey-Nationalspieler mit dem Traum von der nächsten Olympiateilnahme. Diese Doppelbelastung kann man auch nicht ewig betreiben. Also es ist eine begrenzte Zeit, wo ich für mich zumindest persönlich sage, das geht. Ich bin, wenn ich mit der Nationalmannschaft weg bin, von der Klinik und durch meinen Chef freigestellt. Das heißt, ich muss nicht arbeiten und habe aber auch keine Geldeinbußen. Hähner plant sein Leben schon über das Karriereende hinaus. Dabei hilft ihm die Unterstützung der Klinik, die dem Abwehrchef der deutschen Mannschaft auf dem Weg zu den Sommerspielen in Tokio den Rücken frei hält. Arbeit und Sport laufen parallel. Für den Sommer hat Hähner ein großes Ziel. Also ich glaube, dass die Weltspitze wirklich so eng zusammen ist, dass am Ende theoretisch alles möglich ist. Viertelfinale ist Pflicht, es sind zwei Sechsergruppen, unter die ersten vier muss man kommen, um ins Viertelfinale zu kommen, und dann sind es Entscheidungsspiele. Wenn man im Finale sein sollte, will man natürlich die goldene und nicht die Silbermedaille. Der Olympiasieg 2012 in London hat Hähner gezeigt, wie es sich auf dem Gipfel anfühlt. Zweimal nahm er bereits an Olympischen Spielen teil. Das Erlebnis entschädigt für den großen Aufwand und die Doppelbelastung. Wenn man das einmal miterlebt hat, dann weiß man, warum man sich diesen ganzen Stress auferlegt. Olympische Spiele in London mit Gold, das Gefühl danach, das kann man einfach nicht beschreiben. Wenn man das miterlebt hat, dann will man einfach dieses Erlebnis so häufig haben wie nur irgendwie möglich. Noch gut 5 Monate sind es bis Tokio. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für Dr. Martin Hähner zum großen Teil auch im OP-Saal.